So, dann wollen wir mal Anti-Giro-Gönner schaffen. Skip the Jury. Und wir kriegen trotzdem Mandatory. So, also. Spielername. Anti-Girogon. Anti-Girogon ist eine Frau. Kann sie auch so hässliche Sachen tragen? Naja, das hier wahrscheinlich. Und ist asiatisch. Und hat einen Firmennamen à la antigirogon.de. Obwohl, nee. Wenn sie Antigirogon ist, dann nimmt sie einen Firmennamen, der nicht ihren eigenen Namen beinhaltet. Also. Ah, jetzt muss ich mir echt einen Firmennamen ausdenken. Mist. Skynet. Bestimmt ein super Firmenname für eine computerversierte Firma. Okay. Welchen Speicherstand überschreiben wir? Wir überschreiben den da. Jo. Okay. Ich habe gesagt, wir wollen kein Tutorial. Warum gibst du mir ein Tutorial? Ich will einfach nur ein Spiel designen. So. Ich nehme mal wieder Pong. In der Hoffnung, dass Pong uns mehr Geld bringt. Allein dadurch, dass es dieser Achievement-Bonus, was auch immer ist. Und Pong war Sport und es war Action oder Simulation? Also, es ist eigentlich eine Sportsimulation, weil es zwei Schläger simuliert, die hoch und runter gehen. Aber es ist nicht wirklich eine Simulation, weil Simulationen sind komplex. Also sage ich mal Action. Und hoffe, dass es das Richtige ist. So, wir wollen Geld machen. Wir haben aber nicht viel Geld. Also mache ich, glaube ich, doch das erste Spiel für den PC und nicht für den G64. Rechnen wir mal ganz kurz. Sagen wir mal, wir bezahlen jetzt 5.000 für den PC. Das Spiel bringt 60.000. Haben wir Gewinn von 55.000 nach dieser Milchmädchenrechnung, die nicht mit einbegreift, dass man auch das Development bezahlen muss. Also 55.000 Gewinn. Das hier hat 12% mehr Marktanteil. Also würden wir nicht 60.000 bekommen, sondern 72.000. Dafür müssten wir 20.000 bezahlen statt das. Also ist das vollkommen wohin am Anfang. PC. Pong, Sport, Action, PC. Kostet 10.000. Weiter. 2D-Grafik. Starten. Wehe, du kratzt dich jetzt am Kopf. Und sofort ein Bug. Also beim ersten Playthrough hatten wir irgendwie viel weniger Bugs. Aber gut, keine Story. Gameplay. Engine rund. Die Engine ist nämlich für den Arsch bei Pong. Es sind zwei Balken, die hoch und runter gehen, verdammt. So, noch ein Bug. Punkte sehen okay aus. Dialoge runter, Level Design runter, AI hoch. Nicht Kopfkratzen, verdammt. So, das beeinflusst gar nicht die Spielentwicklung. Ah, okay, dann kannst du dich ruhig am Kopf kratzen. Ich dachte jetzt, während sie am Kopf kratzt, verlieren wir irgendwie Punkte oder verlieren die Möglichkeit, Punkte zu bekommen. Ja, und mit dem dritten Development Stage habe ich immer noch keine Ahnung, was ich da machen soll. Also, ich hatte zwischendurch mal ein Spiel privat gemacht. Okay, zwei Spiele. Das eine habe ich nach 5 Minuten abgebrochen, weil das erste Spiel nichts geworden ist. Aber ja, habe ein bisschen rumprobiert, aber so wirklich viel Neues habe ich nicht gelernt. Und wie gesagt, dieser Bildschirm hier. Ich denke mal, Sound wird wieder Technik sein. Das ist auf jeden Fall Design. Und das ist so ein Mischding. Da wir jetzt schon recht viel Technik haben, mache ich mal Design ein bisschen höher und Grafik. So. Damit wir ein einigermaßen abgerundetes Spiel haben. Und was hat er gerade Piep gemacht? Achso, das ist Pong im Hintergrund. So, fertig. 11:13, das ist für dieses Stage gar nicht mal so schlecht, oder? New Topic, eine Combo, Great Combo. Das hier ist kein neuer Rekord, weil es das erste Spiel ist? Wahrscheinlich. Na gut, gib mir einen Platz über 20. Das wäre schön. Aber wir machen gleich das nächste Spiel. Neues Spiel, Topic, Militär, Genre, Simulation war eine gute Kombination. Plattform, ruhig wieder PC. Und es ist.
Militärsimulation. Private Paula. Okay, Pong. Komm, gib mir mindestens durchschnittlich 7. Au. Ist eine tolle Kombination, die gibt uns 5. Ihr seid doch sowas von. Fokus auf AI hat sich. War eine gute Wahl und trotzdem ist alles nur 5. Das ist doch doof. Ja, und genau das hatte ich bei meinem anderen Spiel auch. Habe ich sofort neu gestartet. Na gut, hilft nichts. Und Skynet hat sein erstes Spiel rausgebracht. Das wissen wir, danke. Militärsimulation. Okay, machen wir da mal die Engine wieder hoch. Story und Quest können weg. Bisher kein Bug, das ist schön. 78, Gottverdammt. Was haben wir da falsch gemacht? Irgendwas müssen wir falsch gemacht haben. Okay, warte. Stopp, wo ist Escape? Da, neues Spiel. Ja, das kennen wir. Ich habe Don't Skip gedrückt. Naja, letztes Mal haben wir Skip gedrückt. Wir haben es trotzdem bekommen. Vielleicht, wenn wir jetzt Don't Skip drücken, kommt es nicht. Aber gut, erstmal hätten wir jetzt gerne wieder Skynet. Und wir hätten gerne Anti-Gerugon. So ist das okay. Und wir überschreiben Skynet. Ja. Bla. Eigene Firma. Bla bla. So, ich hätte jetzt gerne ein neues Spiel. Oh, Güte, es kommt doch noch wieder alles. Also, Pong. Topic. Sport. Diesmal nehmen wir nicht Action, sondern Simulation. Vielleicht lag es ja echt daran. Und Plattform. Behalten wir PC bei. Wenn man zu viele Sachen ändert, kann man nicht wissen, was die Ursache war. Also bisher haben wir nur geändert, dass es von Sport auf Simulation geht. Next. Es ist immer noch 2D-Grafik. Kann ich das Tutorial noch nachträglich ausmachen? Nein. Wozu auch? So, Story und Quest kann runter. Wir hatten letztes Mal Gameplay ganz hoch, Engine ganz runter. Das ändere ich jetzt auch noch. Und sonst sollte ich nicht mehr ändern. Sonst, wie gesagt, wissen wir nicht, woran das wirklich lag. Wobei es keinen Sinn macht, denn es war eine großartige Kombination. So. Punkte ploppen hoch, einigermaßen ausbalanciert. Die Logik kann runter, der Rest kann so bleiben. Sieben. Ja. Ganz viele Sprechblasen hier wegklicken können. Das haben wir eh immer gleich gelassen. Das war alles an. Ist okay. Zwei Bugs. Pong geht wieder los. Und es sind diesmal 12. Vorher war es 13, 11, glaube ich. Bugs weg. Finish. So, 12, 13. Gibt mir jetzt was Besseres als eine 5er-Wertung, verdammt. Neues Topic, neue Kombo. Bist du auch eine großartige Kombo? Ja, bist du auch. Aber wie wir schon festgestellt haben, fast alles ist eine großartige Kombo. So, keine Level-Ups, zwangsweise, das erste Projekt. Ja, Sprechblasen, die wir nicht brauchen. Gib mir Kritiken. Kritiken sind da. Und. 6. Besser als 5. 7. Okay. 8. 8. Wesentlich besser als das andere. Was genau haben wir geändert? Wir haben gesagt, es ist nicht Action, sondern Simulation. Das heißt, vielleicht ist Sport und Simulation einfach generell besser als Sport und Action. Okay, was haben wir noch geändert? Wir haben nicht die AI tierisch hochgezogen, sondern wir haben das Ganze ein bisschen mehr balanciert. Und sonst haben wir nicht viel gemacht. Na gut, Spiel entwickeln. Wir hätten jetzt gerne wieder die Militär.
Nicht schon wieder Simulation, oder? Militär, Action, komm her. Pew, pew. Plattform, PC. 2D-Grafik ist okay. Oh. So, guck mal, welchen Platz Pong erreicht. Vorhin war es 87. Militär-Action, bleibt so. Rang 28, das ist doch schön. Ja, wir wissen, was Fans sind. Wir haben auch zwar nur 27 Stück, aber wir wissen trotzdem, was es ist. Und Pong hat über 10.000 Stück verkauft. Ein Meilenstein für Skynet. Na, wenn die das sagen. Das kann... So. Auch wenn das gerade, glaube ich, gar keinen Unterschied gemacht hat. Es sieht einfach besser aus. Es kommt nicht so wirklich an das 12-13 von vorhin ran, ha? Hier können wir auch wieder nichts. So. Komm, 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 komm. Wir brauchen ein gutes Spiel. 10, 12. Okay, 10, 13. 10, 14. Piu, piu. Mal gucken. Neuer Rekord, schon mal gut. Neues Topic, neue Kombo. Großartige Kombo. Und nächstes Spiel wird ein Level Up in ein paar Sachen. Könnten uns auch auf eher so actionlastigere Sachen konzentrieren und die ganzen Story-Sachen weglassen. Also RPGs und Adventures. Na, mal gucken. Erstmal neues Spiel. Topic Medieval. Das wäre gerade so ein Ding, was prädestiniert ist für RPG oder das da. Aber wir nehmen ein Medieval Strategy Game. Und wir nennen es Jazz. Oh, warte mal, es gab da was Cooles. Battle Chess. Das habe ich als Kind gespielt. Hat der Turm immer die Dame aufgefressen. Das sah recht cool aus. So, PC. Zack. 2D-Grafik ist okay. So, Pong hat 138.000 verkauft. Also im Wert von 138.000 verkauft. Das merken wir uns mal und nehmen wir so als Anhaltspunkt. Piu, piu. Oh, da war ganz schön auf die 10 dabei. Piu, piu, schon mal eine 7 für die einen. Eine 7 für die anderen. Noch eine 7 und kommt schon eine 8 dazu. Das wäre schön. Ich hätte nicht so gierig sein sollen. Aber ja, solides Spiel auf jeden Fall. Battle Chess. Story Quest kann weg. Plup, 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 plup. Ploppt sogar relativ gut, dafür, dass wir noch in der ersten Phase sind. Dialoge, nö, kann alles so bleiben. Aber das mit dem einigermaßen festlegen auf nur actionlastigere Sachen, könnte echt eine gute Möglichkeit sein. Außerdem macht es die Spielentwicklung wesentlich schneller. Ich muss einfach immer nur auf OK drücken. Und Jason meldet sich, dass er Contract Work für uns hat. Das wollen wir nicht machen, wir haben noch Kohle. Technologie ist auf 9. Design ist richtig weit unten. Ich mache Design mal ein bisschen höher. Weil ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, wenn das so unausgewogen ist. Okay, gucken wir mal. Komm, gib mir mehr Design, gib mir mehr alles. Und der G64 ist jetzt noch besser dran als vorher. Und da wir langsam ein bisschen mehr Geld verdienen, sollten wir vielleicht auch wieder auf die Norm schwenken. Weil das 15.000 extra dürfte sie jetzt langfristig mehr bezahlt machen. Also jedenfalls für die 2-3 Jahre, wo es noch aktiv ist. So, 12-13, das haben wir schon mal gearbeitet. Neuer Rekord bei Design. Neues Topic, neue Combo, großartige Combo. Level up, level up. Irgendwo war noch eins, genau. Level Design, AI, World Design, sauber. Und bei uns auch. So, forschen. Wir brauchen... Genau, Forschung ist wichtig. Wir hätten gerne ein neues Topic. Und zwar Racing. Research starten. Piu Piu verkauft sich immer noch. Battle Chess. Oh, ganz viele die 10. Das sieht gut aus. Das wird wieder ein 7er Spiel. Wenn wir das halten können, wäre es echt schick.
Oh, und eine 8 dabei. Noch eine 8 vielleicht? Nö. Aber solide 7, was auch immer. 2,5. Pew Pew verkauft sich, Battle Chess verkauft sich, Geld stapelt sich noch und nöcher. Damit kann ich leben. So, Racing geresearched. Researchen wir jetzt mal Custom Game Engine. Wo die Spiele noch reinpurzeln. Apropos Geld. Das mit dem Wechsel in das größere Büro. Ich glaube, das schiebe ich jetzt ein wenig auf. Muss ich mir mal überlegen. 117.000. Pong hat 138.000 also verkauft. Gucken wir mal, was Battle Chess bringt. Aber ja, wegen größerem Büro. Wenn wir vorher hier drin bleiben, könnten wir die Zeit nutzen, um unsere Research-Punkte zum Beispiel zu verballern. Weil wir halt fast keine Lebenshaltungskosten haben. Und die Konsole kommt raus. Ja, da müssen wir gucken. Ein guter Tipp in den Kommentaren war übrigens auch, dass die anderen Konsolen ja auch immer Lizenzgebühren haben. Und es eventuell deswegen doch nicht so schlecht ist, wenn wir auf PC und G64 bleiben, solange es sie noch gibt. Aber ja, wir haben jetzt Custom Game Engine erforscht. Wollen wir aber noch nicht. Wir wollen ein neues Spiel entwickeln. Und zwar für dich. Es soll erstmal Topic auswählen. Racing, Genre, Simulator. Ne, Brumm Brumm ist ein doofer Name. Truck Simulator 1984. Mhm, next. 2D ist okay. Und gleich zwei Bugs. So, das kann alles gleich bleiben. Fällt mir gerade auf, wir haben jetzt eigentlich nichts verändert bei den Einstellungen, wie das Parteisystem ist, außer ganz kurz World Design bei dem einen. Und es sind alles glatte 7er-Spiele geworden. Wir können ja mal versuchen, das einfach so weiterzumachen. Battle Chess hat jetzt auch wieder 118.000 reingebracht. Und die Kosten für das Erstellen des Spiels sind immer nur so 30.000 rum. Also wären das 80.000 minus monatliche Kosten, das ist richtig gut Geld. Boah, 4 Bucks. Wäre mir schon eine Viertelmillion. Achso, Design. Nö, komm, kann wieder runter. Obwohl wir machen alles hoch, dann müsste es genau gleichmäßig sein. Ja. Und wir sind jetzt schon hier bei 14. 15. 16 und Design kriegt auch noch einen Punkt. Das könnte unser Durchbruchsspiel werden. 16, 13. Naja, okay, so toll ist auch nicht. So, 16, 13. Neuer Rekord. Und großartige Kombo natürlich. Ein Level up war hier noch, genau. Story Quest. Dialog ist kurz davor. Oh, und Sound. Release Game. Research Topic. Fantasy Research. Truck Simulator 1984.